Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Eurotruck Simulator 2 Video und zum nächsten Video hier unter der Flagge der ersten Eurotruck Simulator 2 Eventwoche. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich stehe jetzt hier wieder in Finnland, in Pori und habe hier noch einen Auftrag, der ein schweres technisches Teil nach Helsinki fördern soll. Und mal schauen, vielleicht haben wir danach wieder genügend Reputation bekommen, um gut, in St. Petersburg war ich auch, vielleicht dann St. Petersburg rumzugurken, könnte man machen, eventuell. Vielleicht bekommen wir dort einen Auftrag. Oder vielleicht auch nochmal woanders. Mal schauen. Sag mal, jetzt sind die Schranken sogar unten. Das ist ja toll. Gut, dass es nicht so gewesen ist, als ich hier rüber musste. Die letzten Male. Bisschen voreilig hier wieder losgelegt. Das war eine schöne Fahrt. Ja. Doch jetzt erst noch. Genau, schwer ist der jüdische Seil von Pori nach Helsinki. 44 Tonnen schwer, wie gesagt. Und 15.718 Euro bekomme ich für den aufwendigen Abschluss. Schön, aber jetzt sehe ich auch zumindest beim Tage hier das alles. Du beabsichtigst, einen Spezialauftrag auszuführen. Zwei Begleitfahrzeuge werden dich hierbei leiten. Sei vorsichtig und folge ihren Anweisungen und Vorschläge im Route Advisor. Spezialtransporte wie diese halten nicht an roten Ampeln und haben in den meisten Situationen Vorfahrt. Während solcher Transporte werden häufiger Wegpunkte angelegt, um deine Vorschritte zu speichern. Richte besondere Aufmerksamkeit auf Folgendes. Vermeide jeglichen denkbaren Konflikt mit den Begleitfahrzeugen und halte die Fahrt zwischen ihnen. Weiche nicht von der geplanten Route ab und suche keinesfalls Tankstellen, Rastplätze oder ähnliches auf. Beachte die Geschwindigkeitsbeschränkungen, die durch das vordere Begleitfahrzeug sichergestellt werden. Achte auf überholenden Verkehr. Ja gut, wir haben jetzt hier ordentlich Überbreite. Schulterwechselmanöver sehen wie folgt aus. Zuerst das Manöver geht vom hinteren Begleitfahrzeug aus, das auf die vorgesehene Spur wechselt und sie blockiert. Danach das vordere Begleitfahrzeug wartet, bis die vorgesehene Spur frei ist und wechselt dann ebenfalls in die Spur. Dann ist es für dich, auf die vorgesehene Spur zu wechseln. Falls du diese Regel nicht, könnte dein Spezialauftrag scheitern. Ja, ne? Breit sind wir, das heißt, ich muss jetzt noch viel mehr mittig fahren als bei den ganzen Fahrten zuvor. Schwerer bin ich auch noch. Sage ich, fahre auch wieder nach hinten hin. Und wieder rechts ab. Oh ja, so, da kommen noch mal mehr raus, meine Güte.
auch nur vom Ausgleich, weil ich einfach nichts gesehen habe, wie knapp es wirklich war. Und so, ja, dieses Wetter, das killt mich halt. Das ist einfach zu gut, um solche Fahrten zu machen auf dem falschen Monitor. Tag, okay, der Tag wird nicht so. Der Tag wird ziemlich sonnig. Muss ich mich durchprügeln. Ich sag mal so, in der Regel ist es so für mich immer so der so lange hoch, bis wir dann am Samstag dann aktuell 5 Sonnenstunden haben sollen. Danach geht es wieder runter und danach wäre dann wieder der nächste Dienstag. Ja, ich glaube, ich muss dann in der Woche noch mal ein bisschen was aufnehmen. Tagen, wo es halt wirklich passt. Wo ich mir vielleicht auch noch mal die Zeit dafür nehmen. Thank you.
jetzt gar nicht so gerechnet, aber... Aber okay, dann scheinbar nicht. Weil das wäre eher ein Schwede. Wenn diese Woche alles glatt läuft, dann wird es auch wahrscheinlich wieder am Samstag eine Leistung geben zu ETS 2 wahrscheinlich, genau zu ETS 2. Schauen, vielleicht werde ich nochmal ein Multiplayer fahren. Vorgehabt, damit das ein bisschen mich reinzufuchsen, weil ich halt mit Labern wieder so ein bisschen unterwegs bin, aber. Weil ich auch unbedingt in der Vergangenheit auch so, dass ich auch mal einer in Burg bin. Naja. Anyway, ist aber schon so lange her. Ich glaube, ja, Sonne ist schon wieder raus. Ich will ja nicht mit. Jo. Schön aus dem Mittel. Überschätzt sie breiter, als man unterschätzt sie. Unterschätzen wird teuer werden. Wo ich mir den irgendwann mal
hinter mir sind. Sehr schön. Oh, ich freue mich sehr. Einfach nur schön. So, hier, was habe ich runter auf 50? War das 50 oder war das 45? Ich weiß gerade nicht mal, wie ich lang gefahren bin. Ich glaube, es war 50. Nein, ich bin auf 50. Ich dachte, ne, ein bisschen mehr Gewicht, der Schwerpunkt. Machen wir, kriegen wir hin. 31 Kilometer. Ich finde, ist klar, ist jetzt hier wieder ein Grafikmod mit drin und so weiter, aber der Grafik muss ich auch schon. Habe ich nicht vergessen, dass ich gerade überhaupt nicht komplett Vanille fahre. Aber ich freue mich schon sehr drauf, die
1,40 zu erleben. Also klar, gibt es schon jede Menge Videos dazu und geht halt schon seit, ich weiß nicht, anderthalb Monaten oder so draußen. Aber dahingehend habe ich mich noch kein bisschen spoilern lassen. Ich warte da einfach auf die 1,40. Das ist die offiziell draußen. Das war bis eigentlich bisher immer gemacht. Ich habe bisher noch, glaube ich, keine Beta gespielt. Ich habe höchstens zurückgepatcht, aber nicht quasi in die Zukunft gepatcht. Nochmal so zu bezeichnen. Da habe ich immer auf das offizielle Release gewartet. Da ich auch meinen Kanal auch keine News rausbringe zu den ganzen Spielen, die viele andere das machen, passt das, glaube ich, auch so, dass ich das einfach. Wie weit runter denn noch? Und weswegen? Oh, das wird ja nicht viel. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Jetzt stehen wir hier. Und da geht's auch wirklich weiter. Laden wir mal das Schwerpunkt halt ab. Haus wird ein Spezialtransport bei jedem Fahrer für 330 km Dauer. Für uns schon die 600 km, aber auch der Kraftstoff 179 km, beziehungsweise 800 km, halt ums Kopf sagen. Insgesamt haben wir dafür 15.680 € und 132 Erfahrungspunkte, dann sind wir Level 15. Und hier auf hochwertige Fracht heißt auch insgesamt 15% höhere Verbindung. Anstieg um 5% für Mitteilung für Kritiker. Und dann fahre ich nochmal eben wieder zur bekommen könnte. Ich guck einfach mal, wo ich
spielen, da war ich auch schon. Ansonsten in anderen Ländern war ich glaube ich da in Norwegen, da wir Oslo und dann war ich ja schon ein paar so im Teil, deswegen habe ich jetzt auch hier das Tiro gemacht, in Tuchen. Ich habe bereits mal durch. Nicht durch Helsinki, der aber schon in der Nähe vorbeigebracht. Von Turku nach Camp hier durch Tempo. Hier bei Tempo gewesen. Für mich gerade ein bisschen umgesprochen, so dass ich auch mal 120 habe. Also wird wahrscheinlich dann Russland und Polen eher so dann nach vorbeigebracht. Wahrscheinlich dann im nächsten Video dann mal schauen, nach Russland wahrscheinlich gehen, nach St. Petersburg. Ich bin mal gespannt, wie gut da der Auftrag abgewickelt werden kann. Werden wir dann ja sehen. Gerade noch so mitbekommen, dass ich fast ins Gras gefahren bin. Es ist so schwer hier was zu erkennen, denn ich glaube, wir werden ja einsteigen, vor allem bei Nacht, wie gesagt. Aber ich glaube, ich werde davon nicht müde zu erwähnen, da das Ganze dann hier auch. Das ist vielleicht sogar noch einen anderen Auftrag, einen neuen Auftrag. Spannend ist, den man nicht gefahren hat oder fragt. Zuschauen von diesem Eurotrack-Simulator 2 Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe, sehe ich dann im nächsten Eurotrack-Simulator 2 Video wieder hier in der Eventwoche, in der allerersten, die unter dem Wappen der Spezialaufträge ist. In dem Sinne bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.